Ich bin Alex und ich bin weiblich, also Pronomen sie. Und ich bin lesbisch und mit ihr zusammen. Und ich arbeite in einer Unibibliothek und meine Hobbys sind Lesen, Zeichnen und Videospiele spielen. Ich bin Trin, ich bin 25 und derzeit asexuelle Lesbe mit Bi-Tendenzen. Und ich bin Altertumskundlerin und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an einer Universität. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe mich im Internet über eine schlechte Geschichte lustig gemacht und dann hat sie gesagt, ich schreibe das auch, aber hoffentlich gut. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, ins Gespräch gekommen ist kurz für, wir haben uns dann sehr, sehr, sehr lange E-Mails geschrieben, sehr viel geskypt und irgendwann bin ich einfach mal hingefahren über Ostern. Hast du? Nein, es war im August. Also ich bin hingefahren und plötzlich hatte ich so einen Schwalbacken im Gesicht und das ist im Endeffekt die Geschichte, weil seitdem kleben wir zusammen. Was macht eure Beziehung besonders? Also wir funktionieren unheimlich gut zusammen. Also wir sind jetzt erst kürzlich zusammengezogen, nachdem wir 4 Jahre in einer Fernbeziehung waren und uns nur einmal im Monat gesehen haben. Und das Schöne an unserer Beziehung ist jetzt, dass die überhaupt nicht anders ist als andere, sondern dass wir einfach zusammen wohnen und arbeiten und abends Zeit miteinander verbringen können. Morgens nicht, weil sie immer so lange schläft. Und das finde ich total toll. Ja, also ich merke tatsächlich, nun, also das kann ein Einzelfall sein, aber im Gespräch mit meiner Familie und so weiter, also Beziehungen zu meinen Eltern, also die von meinen Eltern, die Beziehung von meiner Schwester mit ihrem Freund, also sie ist Käthe, dass wir offenbar sehr viel kommunikativer sind als andere Pärchen in unserer Umgebung oder zumindest in meiner Umgebung. Und ja, ich kann persönlich jetzt nicht sagen, ob das einfach eine Besonderheit durch Queerness ist oder ob das einfach gut funktioniert. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir einfach besonders gut funktionieren. Wie geht euer Umfeld mit euch um? Also das einzige Problem ist meine Oma, väterlicherseits. Also meine Großeltern wohnen bei uns mit im Haus, daheim, also wo ich herkomme. Und alle anderen haben so, ja gut, das müssen wir erstmal verdauen, aber passiert halt. Und meine Oma, von der durfte ich mir halt ziemlich schlimme Sachen anhören. Und dass sie eine normale Familie haben will. Und naja, und dass wir beide einen Mann brauchen. Und dann hat sie geantwortet, ja, wer soll sonst die Wohnung sauber machen? Ja, aber ich kann damit überhaupt nicht umgehen, weil ich habe ein ziemlich enges Verhältnis zu meinen Großeltern. Und wenn ich mir dann gerade von ihr dann immer solche Sachen anhören darf, das macht mich immer sehr fertig. Meine Umgebung ist ziemlich offen, tolerant, so ein richtiges Paradebeispiel für, ja, hast du denn schon irgendwie einen netten Mann kennengelernt? Sag ich, du, Mutter, Mann wird's vielleicht gar nicht, sagt sie, oh, irgendeine nette Frau? Und das war das. Also, alle ganz, ganz lieb und ganz süß. Was wollt ihr queeren Jugendlichen mit auf den Weg geben? Gemessen daran, was ich vielleicht für ein queerer Jugendlicher war, dass man sich auf keinen Fall fertig machen darf über Label, wenn man halt gerade in einer Phase ist, in der man nicht auf irgendwas festgelegt ist, dass es völlig in Ordnung ist zu sagen, okay, ich befinde mich vielleicht irgendwo auf dem Spektrum von da bis da, und wenn man einfach sagt, okay, ich bin irgendwas und ich finde vielleicht noch raus was, das ist völlig in Ordnung. Da muss man sich nicht fertig machen, das kommt von alleine. Genau, auf jeden Fall nicht irgendwo reinpressen lassen, was vielleicht die Leute von einem erwarten, sondern einfach, was gerade ist, ist halt gut, wie es ist. Und dass sich alles ändern kann. Das ist nicht wie einmal ausgerüstet, ist es bind on equipped, sondern kann alles sich immer ändern. Wie reagiert euer Freundeskreis auf eure Beziehung? Also mein Freundeskreis findet hauptsächlich online statt und da tatsächlich hauptsächlich queere Leute. Also ich habe, glaube ich, da so ein, zwei Cis-Heten, die tatsächlich aber auch okay mit allen sind. Und ansonsten bin ich jetzt da, wo wir wohnen, hauptsächlich mit ihren Freunden so bekannt. Aber an meiner Arbeit, da haben wir im Team tatsächlich
einen Schwul, mich und eine, die bi ist. Das ist irgendwie lustig, da passen wir dann gut rein. Ja, also mein Freundeskreis ist gemischt und das Einzige, dass es irgendwie eine Rolle spielt, ist, glaube ich, ich glaube, als wir eine Wohnung gesucht haben, da hatte einer an uns gedacht, weil da wohnte vorher auch ein lesbisches Paar und das ist schon vorverschwult alles, könnt ihr ja direkt einziehen. Aber ja, das ist uns richtig anstrengend, wenn wir die Wohnung erst nachverschwulen müssen. Also und alles so Regenbogenfarben streichen, das geht halt irgendwann auch in die Armutsfüllung. Was wünscht ihr euch von der Gesellschaft? Man sollte sich unbedingt von diesen ganzen Rollenklischees, die immer noch stark vorherrschen, weil man auch immer noch gefragt wird, und wer ist bei denen die Frau und wer ist bei denen der Mann? Weil, ja, wir sind beide die Frau, das ist der Witz da dran. Und ja, die Politik muss unbedingt mit dem transsexuellen Gesetz mal ein bisschen was machen, weil nein. Ja, also ich glaube, ich wünsche mir vor allem gesunden Menschenverstand und Konsequenz, weil, also gesunden Menschenverstand muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und Konsequenz ist, also natürlich, weil es dann mich betrifft, sowas wie die Gleichstellung von Rechten in der Partnerschaft oder in der Ehe, dass es auch mit dem Adoptionsgesetz ist. Es gibt unglaublich viele Baustellen, aber wenn man einen Kurs einschlägt, dann zieht ihn bitte auch zu Ende durch. Und klar, eine Gesellschaft zu ändern, das geht nicht auf Knopfdruck und das kann man nicht erzwingen, aber wenigstens so ein Gesetzgeber müsste doch ein bisschen, also so ein bisschen Rückgrat zeigen, das wäre schon mal ganz schön. Was findet ihr gut daran, ein lesbisches Paar zu sein? Na, wenn wir schwul wären, würde keiner Sandwiches machen. Wir haben zwei Paar Brüste. Ja, das ist immer ein guter Vorteil. Doppelt so viele Brüste. Ja, ich glaube, ein Vorteil ist ganz unbestreitbar, also sie ist lesbisch und wenn ich nicht lesbisch wäre, das wäre irgendwie schade. Aber sonst, ich weiß nicht. Ich finde es ganz schön, dass das so eine einfach normale Beziehung ist. Vielen Dank für das Interview. Rettet die Wale. Hi, ich bin Balthasar vom Queer Lexikon und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder abonniert uns. Und wenn euch unsere Arbeit besonders gut gefällt, dann könnt ihr uns auch Geld auf Patreon spenden. Zum Beispiel, damit wir unser Equipment finanzieren können und unseren Webspace und andere Dinge.